Dass der Aargau an Deutschland grenzt, das ist für uns grundsätzlich ein Vorteil. Der Austausch mit Deutschland, der ist auch für die Wirtschaft und für die Unternehmen im Kanton Aargau gut. Wir haben zwar in der Schweiz höhere Lohnkosten als im grenznahen Ausland. Es ist aber so, dass wir eine sehr hohe Rechtssicherheit bieten. Und das ist etwas, das die Unternehmen sehr schätzen, die ansiedlungswillig sind. Zudem kann man auch sagen, dass der Kanton Aargau als sehr wirtschaftsfreundlich und unbürokratisch und unkompliziert wirkt. Und das ist sicher auch etwas, das immer wieder interessierte Unternehmen auch aus Deutschland anzieht. Der Kanton Aargau profitiert natürlich von den Grenzgängerinnen und Grenzgängern von Frankreich und vor allem von Deutschland, die hierher kommen wegen der höheren Löhne. Die Mobilität der Arbeitskräfte ist für uns sehr wichtig und wir sind nicht zuletzt natürlich absolut angewiesen auf Fachkräfte aus Deutschland. Die Kehrseite der Medaille ist der Einkaufstourismus aufgrund der tieferen Preise in Deutschland. Das ist einerseits eine Herausforderung für das Gewerbe im Kanton Aargau, andererseits bringt es auch gewisse Überlastungssituationen im Verkehr mit sich. Dass der Bundesrat jetzt eine moderate Senkung der zollfreien Grenze prüft, um den Einkaufstourismus ein Stück weit einzudämmen, das ist sicher sinnvoll.